Bei mir ist DJ Miki, da steht's auch, kann man lesen, richtig leuchtend, das in Silber. Und du bist DJ im Oberbayern hier. Jawohl. An der Playa. Ja, genau. Wie lange bist du jetzt schon DJ und wie lange bist du auf Mallorca? Im Oberbayern selber bin ich jetzt in der dritten Saison. DJ seit 22 Jahren. Hab damals angefangen in der G&T von Lollipop-Kette. Ja, ist schon eine Weile her. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeit, als es CDs gab. Also heute macht man, das muss man ja sagen, heute macht man ja alles auf MP3. Da gab es ja so mal so diese ominösen CDs. Das nannte sich dann Oberbayern Sampler. Da wurden dann von, gab es so Mixe, das alles, was so im Oberbayern noch, also ja. Endlos-Mix. Ja. Gibt es sowas heute eigentlich noch? In der Form nicht mehr, nein. In der Form nicht mehr. Das, dafür gibt es einfach andere Portale mittlerweile. Macht ihr sowas noch, dass ihr sagt, ihr habt also für gerade fürs Oberbayern hier auf Mallorca einen Mix oder ändert sich das Programm dann? Nein, also ein Oberbayern-Mix in dem Sinne gibt es nicht, nein. Das Programm ist natürlich auch mal ein bisschen publikumabhängig. Also habt ihr da die Freiheit als DJ zu sagen, ich bring da mal was mit ein, ich habe da irgendwo was gehört in den Schlagerscharts und sagt, oh, das passt. Ja klar, kann man auch den einen oder anderen unbekannteren Song mal irgendwo mit einbauen, klar, das geht schon. Wie macht man das, wenn man nachts arbeitet? Das passiert ja meist nachts. Also Oberbayern, wann macht es auf und wo geht das los? Wir machen 20:30 auf und dann bis 6 Uhr. Wie schafft man das, so ein Nachtleben? Indem man Spaß an seinem Job hat. Gibt es so Anekdoten, die du erzählen kannst? Ihr habt ja auch Live-Auftritte. Ja, richtig. Wir haben eine Vielzahl an Künstlern. Zum einen Mia Julia, Peter Wacke, Jürgen Milski, Schäfer Heinrich, Tobi, Rick Arena, Melanie Müller. Wen haben wir denn noch alles? Ja. So eine Vielzahl an Künstlern. So früher erinnert sich an die Disco. Da gab es ja noch so Striptease, wo Leute, also die Gäste animiert wurden, Striptease zu machen. Das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, nein. Nein. Hat es da einen Grund für? Ich weiß nicht, das ist irgendwann eingestellt worden, weil man das in der Form halt hier auf Mallorca, hier an der Playa nicht mehr so will. Selbst Melanie darf sich nicht mehr ausziehen in Oberbayern? Nein, sie tut es nicht mehr. Das war zögerlich, aber sieht trotzdem gut aus dabei. Ja, ja. Heute Abend haben wir den Schäfer Heinrich. Schäfer Heinrich, kennen wir von Bauer sucht Frau. Genau, der bekannteste Schäfer Deutschlands. Muss man da einen gewissen Pegel haben, um solch eine Musik spielbar zu machen? Oder ist egal, zu welcher Stunde der Heini da auflegt, oder Schäfer Heinrich dort aufläuft? Ich sag mal Heini, weil man kennt ihn. Ja, ja, ja. Viele sagen Heini, ja. Genau. Könnte der auch nachmittags um 16 Uhr dort auftreten? Ja, ich denke schon, klar, freilich. Das er hat ja ein gutes Repertoire und von daher, also er hat ja auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, ja, seine Fans. Er sucht ja immer noch eine Frau. Echt, ist das immer noch so, ja? Ja. Hat sie wohl noch nicht gefunden. Wie kommt er bei den Frauen an? Ist das so ein Womanizer mit seinen Liedern, wo er sagt, da ist dann... Soweit ich das beobachtet habe, kommt er schon sehr gut bei den Frauen an, klar. Natalie, kennst du dich mit so einem Schäferstock aus? Ja. Ja oder nein? Kennst du? Meine Freunde heute Nacht im Oberbein, ihr habt gehört, Natalie hat gesagt, die kennt sich mit so einem Schäferstock aus. Aber was haltet ihr davon? Soll die Natalie heute Nacht mal einen langen Schäferstock halten? Ja! Nee.
aufgeregt, das schöne Video, wo ihr rein von Dummes Mann. Was ist dein schönstes Erlebnis im Oberbayern? Mein schönstes Erlebnis im Oberbayern? Boah, da gibt es so viele schöne Momente. Ich genieße jeden Moment, jeden Augenblick, jede Nacht. Von daher kann ich gar nicht so einen schönsten Moment definieren. Also du sagst, du lebst den Job eines DJs. Richtig, ja. Was machst du nach der Saison dann? Da gehe ich in die Schweiz. Auch als DJ. Auch als DJ, ja. Dann ist Après-Ski angesagt. Na, es ist eine Nachtlocation in Davos, die Ex-Bar. Sehr, sehr gute, sehr angenehme, sehr tolle Location. Und so verlebst du den Winter? Genau. Du pendelst also zwischen Schweiz und Mallorca hin und her? Ja, richtig. Wo ist am schönsten? Am schönsten natürlich hier auf der Insel. Hast du da eigentlich Zeit, einen freien Tag, wo du sagen kannst, da kannst du die Insel auch so genießen, wie sie ist? Ja, es gibt natürlich Tage, wo ich halt nicht so lange schlafe, wo ich halt wirklich Mittag aufstehe und dann nutze ich die Zeit natürlich auch, um an den Strand zu gehen, um was zu erleben, um was zu unternehmen. Also bleibt da noch Luft oder ist noch Luft nach oben? Ich nehme mir täglich meine Luft, meinen Freiraum, klar. Natürlich gibt es auch mal Tage, an denen ich mal länger schlafe. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen über die aktuellen Charts reden. Ich glaube, da bist du mehr ein Thema als in so einem Interview. Ich weiß immer, bei DJs ist so, bei meisten Leuten, die Entertaining machen, die sind eigentlich sehr ruhige Menschen. Ich glaube, zu denen gehörst du auch. Du sagst, du bist jetzt nicht so der, da durch den Tisch tritt und da Party macht und ich sag mal 10 Liter Jägermeister braucht, um in Stimmung zu kommen. Nein. Sondern du sorgst für das daheim. Wäre auch nicht gut für den Job. Ja, also du bist ja in der Unterhaltungsbranche drin. Deswegen die Frage zu den aktuellen Charts. Was ist für dich im Moment so das, was jetzt gut ankommt, wo man merkt, da geht das Publikum mit? Also was sehr gut läuft, ist Inselkind, Bierkapitän, Annalena, Jeder muss an etwas glauben, Voll zu seinem Bedarf ist wenig, Mia Julia natürlich, von Mia Julia nach wie vor alle Songs. Das größte Leid eines DJs ist ja immer, wenn die Leute ankommen und wünschen, weiß ich was. Und wenn die jetzt sagen, ja, ich würde jetzt gerne was von, was weiß ich, den Onkels hören oder so. Geht sowas im Oberbayern? Kann man sich... Da muss man natürlich immer abwägen, passt es oder passt es nicht. Also so morgens um 4 wird das aber funktionieren? Unter Umständen schon, ja. Okay. Niki, ich sag dir vielen Dank. Wir werden dir noch so ein bisschen ich über die Schulter mich, ja. gucken, was so passiert heute. Und wir sehen uns. Ich freue mich.